caught you on a good day. I was doing fine, so fine. That was till she called me, telling me your lies, yeah, your lies, yeah. I give it all to you, wasn't enough for you. Baby, you're so cool. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und das natürlich mit Herz. Und absolut in Pflanzlaune ist auch heute Micha, der Kameramann mit Herz. Ganz genau, Pflanzen, Kamera, alles heute mit dabei. Und das ist unser neuer Wohlfühlplatz, ihr Lieben. Das hier bei uns an der Garage, wo man jeden Abend wunderbar den Sonnenuntergang sehen kann. Und das mit neuer Bepflanzung hier direkt an unserer Ecke. Ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und jetzt sind wir hier an der Seite bei uns bei der Garage und hier haben wir einen ganz kleinen Platz. Hier haben wir immer eine Sitzecke und die ist super unempfindlich. Die ist aus Plastik, wetterbeständig und hier muss man sich wirklich auch im Sommer nicht viel drum kümmern, wenn es regnet oder wie auch immer. Auf alle Fälle ist es hier so, dass wir hier fantastische Sonnenuntergänge haben. Wir haben einen fantastischen Blick hier hinten drüben. Da steht wirklich kein Haus und nichts. Und deswegen ist es wirklich ein wunderschöner Platz, gerade abends und nachmittags. Und das ist nämlich hier das, was ich gerne pflanzen möchte. Ich habe gestern mit Laura gefunden, dieses wunderbare Schleierkraut, das ist winterhart. Dann habe ich Lavendelstauden, die sind alle winterhart. Einmal hier dieses Lila-Weiß-Gemisch, also ein Duo, und aber auch die Lavendeltöpfe. Dann habe ich eine Staudenverbene da hinten, kann man sehen, zwei Stück. Auch die ist winterhart und das finde ich fantastisch. Dann habe ich diese Zinkgefäße mitgenommen, die hatte ich mir jetzt mal gegönnt bei Hof Oelkers, beziehungsweise ich habe auch noch alte Gefäße gehabt auf der Terrasse, die waren jetzt, da war die Schleifenblume drin und hier kommen auch unempfindliche Sukkulenten rein. Ich würde sagen, wir haben den Spaten hier und ich würde sagen, wir pflanzen einfach ein und es geht los. Ich habe zwei große Schleierkrautstauden, guck mal, die war leider gestern abgebrochen. Und ich habe auf alle Fälle, ich glaube, drei Stauden an Lavendel, die etwas größer sind, genauso wie die Verbene. Und ich gucke jetzt einfach mal, ich gehe jetzt über den Gartenzaun und gucke einfach mal, wo wir die jetzt einpflanzen. So, jetzt haben wir überall einen Platz gefunden, ein bisschen gemischt. Wir haben hier Lavendel rechts und links, denn hier ein bisschen mittig. Muss auch gucken mit den anderen Pflanzen, ja, wie passt das nachher. Und ich denke, der Lavendel kommt jetzt ein bisschen hier zur Garagenwand und alle anderen Lavendel, die wir in Töpfe machen, genauso wie die Verbene, die kommen nachher auch hier an den Rand der Garage, auf alle Fälle spätestens im nächsten Frühjahr. Und ich würde sagen, das Schleierkraut, das passt hier auch ganz gut hin und wir holen jetzt den Spaten raus und pflanzen die mal eben ein. Das war Knochenarbeit, ne, Micha? Ja. Das war so verwurzelt oder beziehungsweise ist so verwurzelt hier. Wir haben so viele Bäume, alleine schon die riesen amerikanischen Ahornbäume. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ist zwar wunderschön, dass wir das haben, aber trotzdem einpflanzen ist wirklich eine Knochenarbeit. Aber wir haben eine Verbene, wir haben drei Lavendel, wir haben zwei Schleierkraut und da freuen wir uns schon riesig drauf, wenn die hier wunderbar wachsen und gedeihen. Aber ich würde sagen, wir haben ja hier auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Platz. Wir haben noch die Töpfe und ich würde sagen, wir fangen da auch an, jetzt die einzupflanzen. Ich nehme ein bisschen Granulat, also ein bisschen Blähton, mache eine Drainage und dann wird gepflanzt. Guess it's no news. You would bring me heartache, but all is healing time, healing time. Die Verbene habe ich drin und dann möchte ich gerne hier noch dieses Duo vom Lavendel auch sehr gerne noch mit rein haben. Und auf alle Fälle, guck mal, das Efeu, wenn das so richtig schön nach unten rankt, das ist auch noch mal eine ganz coole Kombi. Ich fülle das noch mal mit Erde auf und mache das hier jetzt alles zusammen mit rein. Also der gefällt mir richtig gut und besonders diese wunderschöne Leuchtkraft der Verbene
fantastisch. Und jetzt dieser Mix mit diesen weißen und lila, violetten Lavendel und das tolle Efeu, klasse. Der kommt gleich in die Ecke. Ich habe noch zwei, einmal den mittleren und den kleinen, und auch die bepflanze ich. Ja, so ein kleiner Schnäppchenjäger. Guck mal hier, 5 Euro pro Topf. Also ich finde, das ist wirklich ein fantastischer Preis. Und die sind so, so schön. Und der ist ein bisschen trocken, habe ich gemerkt. Der andere ist noch gut feucht. Und die beiden passen hier wunderbar rein. Hier fülle ich das nochmal mit Erde auf. Und hier würde ich gerne ein Mühlenbeck hier reinmachen. Alle drei Töpfe bepflanzt. Und ich würde sagen, wir gehen auf die andere Seite und machen jetzt die kleinen Körbchen noch. Das schöne Körbchen, was vorher auf der Terrasse war, da habe ich nur ein paar Löcher reingemacht in das Plastik. Dann gibt es auch keine Staunässe. Und das setze ich mir jetzt hier einfach nochmal so rein. Und das Brett, das kennt auch jeder, beziehungsweise die, die unsere Videos schon öfter geguckt haben. Da hatte ich ja die Rinde hier vor das Brett gemacht, dann ein paar Birkenäste davor, dieses Rostherz, und das ist fantastisch. Das hatten wir auch auf der Terrasse. Und hier kommt jetzt einfach mal hier unten ein Efeu rein. Ich habe die Pflanze rausgenommen, da war ein Frühblüher drin. Und hier habe ich auch noch die Sukkulente, die jetzt so wunderbar nach oben wächst. Und auch die werde ich hier oben einfach noch mal so mit reindrücken. Und dann haben wir dieses auch fertig. Und das kommt jetzt hier daneben an unsere Hauswand. Und hier haben wir noch das andere Körbchen. Da würde ich gerne jetzt noch ein Mühlenbeck hier und ein Efeu reinmachen. Ein bisschen Erde drauf. Und dann kommt das hier gleich an unser Zäunchen. Pflanzung alle fertig. Und ich habe hier im Schuppen nämlich noch von unseren Kisten, die kaputt gebrochen waren, noch ein bisschen was gefunden. Und die würde ich jetzt rechts und links hier vom Zaun einfach nochmal hinlegen. Der große Pflanztopf, ich finde diese Kombi ganz cool eigentlich, mit diesem alten Holz und dem Zink da drauf. Ich mag das sowieso gerne. Hier kann man jetzt auch noch ein paar Birkenäste reinmachen. Ich glaube, ich habe auch noch 2, 3, die suche ich gleich mal eben raus. Auf der anderen Seite hole ich jetzt die anderen beiden Töpfe und dann machen wir da ein kleines Duo. Da habe ich einmal den mittleren, den kleinen habe ich jetzt so ein bisschen davor gestellt, vor den Zaun. Hinter mir habe ich jetzt unser Brettchen, was auch super unempfindlich ist, gerade bei Regen und so. Und dann haben wir auch diese Ecke fertig. Das Körbchen habe ich einfach nur ein bisschen Draht durchgesteckt, hier rumgezwirbelt, hinten befestigt beide Enden. Und auch das ist super stabil und fest. Den Ast habe ich gefunden. Den habe ich von der letzten Deko nochmal eben abgemacht. Der kommt hier rein. Und jetzt haben wir hier auch nochmal wunderschöne Höhe. Hier dieses Zinktablett habe ich auch noch gefunden. Guck gerne mal in der Webseite oder auf der Webseite hier und in der Videobeschreibung. Das ist nämlich auch noch, glaube ich, auf Hof Oelkers verfügbar. So dieses Windlicht ist auch total schön. Das kann man einfach rausnehmen. Dann kann man sich hier eine Kerze oder eine Lichterkette reinmachen. Da passt natürlich der Zementkerzenständer noch optimal. Und fertig sind wir. Ich habe eben noch ein kleines Windlicht geholt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Das habe ich mir vorne einfach auf den Ast raufgesteckt. Und da kann jetzt immer ein Teelicht rein oder eine Lichterkette. Das heißt, wir haben hier abends auch noch Licht. Hier würde ich gerne dann noch mal eine LED-Kerze holen. Die habe ich zurzeit jetzt hier gerade nicht. Und hier hinter mich habe ich jetzt einfach noch mal dieses Zinkgefäß, auch für Kerzen. Das ist auch total schön. Das habe ich einfach jetzt hier unten mit hingestellt. Und dann würde ich sagen, hier unser Blick mit den ganzen Lavendelschleierkraut, Verbene, Efeu und Mühlenbeck hier haben wir fertig. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns über den Daumen nach oben, ihr lieben Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Auch Micha freut sich immer wieder über diese tollen Komplimente. Ja, absolut, ganz toll. Also, fühlt euch ganz doll gedrückt. Bleibt schön gesund. Bis die Tage, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.